und wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Heute noch im Studio, morgen schon am Tanzparkett. Roswitha Wieland, ja. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und wenn man deinen Dancing Stars hört, dann verbindet man das auch gleich mit dir. Wir haben mit dir versucht, haben wir vorher schon besprochen. Unglaublich, ich glaube, 9 Mal hast du erzählt, bist du schon dabei. Mhm. Ja, also und noch immer motiviert. Absolut, ich wollte gerade sagen, nach wie vor macht es einen Spaß. Das ist eigentlich unglaublich, oder? Was war denn bis jetzt die Höchstplatzierung, die du bei Dancing Stars erreicht hast? Also ich war 2-mal Zweiter, mhm. aber die wirkliche Höchstplatzierung war, dass ich letztes Jahr mit dem Stefan Betzner Vierter wurde. Ja, das war ja in allen Medien, oder? Das war ja, ja unglaublich, wie der die Leute aufgewühlt hat. Ja, wirklich, also da hatten wir von bis, hat auch Spaß gemacht. Dieses Jahr ist für mich eher so... Wie Wellness. Ich werde tänzerisch voll gefordert, also der Fokus ist mal aufs Wesentliche. Und ja, und wirklich ein sympathischer Kerl auch. Du tanzt mit Christian Dolezal. Mhm. Wie laufen so die Vorbereitungen? Wie stellt er sich an? Sehr, sehr gut. Ich meine, ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen, aber der Quickstep, den tanzen wir erst nächste Woche, weil morgen haben wir einen Gruppentanz. Ja, ja, da geht es schon relativ flott dahin. Ja. Sag, Fabi, aber das muss ich dich fragen. Ja. Der Betzner ist ja ein lieber Kerl. Habt ihr das gespürt oder war er wirklich so schlecht? Na, also, er hat jetzt so komische Schritte gemacht. Ich muss in Verlegenheit. Ja. Ja. Ich meine das nicht böse, ich meine es lieblich eigentlich. Also ich sage mal so diplomatisch formuliert, er ist so wie er ist. Er ist so wie er ist. Ich weiß, muss ja eines zu deinem Leben noch sagen, es ist ja nicht nur Dancing Star ihr Leben, es ist eine der wenigen Frauen, die ich kenne, die auf der ganzen Welt schon waren. Sie war überall, China, England, Finnland, Amerika, überall, hat gearbeitet in allen Ländern. Also du bist wahrscheinlich der Tanzprofi mit der größten internationalen Erfahrung. Ja, wenn ich das so über mich selber behaupten darf, stimmt, ja. Du hast einen richtigen Fan, ja, der Edi. Ja, die Augen leuchten. Ja, ja, leider mit dem Edi habe ich leider nie das Vergnügen gehabt am Tanzparkett, aber das können wir ja nachholen. Das wollen wir sicher nach dem Frankie Turm weg. Stimmt, auch mit dem hast du natürlich getanzt. Jetzt natürlich die Tanzfrage. Zweite geworden. Ja. Unglaublich. Man ist natürlich wahrscheinlich aufgeregt immer, wenn du ihn in der neuen an der Seite hast. Mhm. Jetzt bist du aber zum 9. Mal dabei. Wie viel Beruhigung kannst du denen auch mit auf den Weg geben? Für die ist das ja alle noch ganz Neuland und du denkst, ja, es startet wieder Dancing Stars. Ist es so oder bist du auch noch immer nervös? Na, also ich bin immer ganz kurz vorher nervös, wenn dann das Orchester einklopft. Und ja. Dann, aber das brauche ich, das Adrenalin. Aber ja, da habe ich jetzt mittlerweile schon die Ruhe weg, weil gestern hatten wir auch die ersten Studioproben und dann merkt man natürlich in der Gruppe, da gehen halt schon ein bisschen die Nerven durch. Und dann komme ich quasi als Tanzoma dazu und bringe ein bisschen eine Ruhe in die ganze Geschichte. Tanzoma, ja, eine fesche Oma dann. Gibt es da eine gewisse Routine, auch die du jetzt schon hast, nachdem du schon so oft angetreten bist, wo man sagt, ja, diese Tipps und Tricks, die funktionieren bei jedem Kandidaten, das kann man immer wieder anwenden? Ja, so also ganz wichtig ist als Profi, dass der Tanzpartner eben nie die Freude verliert, weil das ist eine Unterhaltungssendung und das lebt ja auch davon. Aber auch die neuen Profi-Tänzer und Tänzerinnen, die immer wieder dazukommen, ja, denen gebe ich dann auch ein paar gute Tipps zur Beruhigung, damit sie mit dem System vertraut werden. Findest du, kann man die Reaktionen und Meinungen und Anrufe der Zuseher irgendwie manchmal abschätzen oder waren da oft Momente für dich dabei in den letzten Jahren, wo du denkst, also damit hätte ich nicht gerechnet? Da bin ich ganz die falsche Adresse, weil wir natürlich als Profis schreiben am Anfang Listen, wer könnte mit wem tanzen und bis jetzt bin ich jedes Mal falsch gelegen. Also ich kann es echt absolut nicht einschätzen am Anfang der Staffel, aber dann nach ein paar Wochen kann man es ungefähr abschätzen, wie weit es gehen könnte. Ja. Aber es ist auch ein bisschen immer das Seelchen gewesen. Also muss ich ehrlich sagen, die alle Beruhigende auch für die anderen Profitänzer, weil die Nervenanspannung für einen Profi, du bist jetzt ein Routinier, für einen neuen Profitänzer ist enorm. Der weiß, jetzt schaut man 1 Million Menschen zu, alles ist live, da wird nichts getürkt, da gibt es keinen Schmäh, jeder Blödsinn, ich werde übertragen, aber das Gute auch. Also die sind eigentlich, die Neuen sind schon oft sehr angespannt. Ja, das ist vollkommen richtig und da wissen es noch nicht ganz, also so wirklich, wie man das Ganze auch einschätzt, wie man in einer Woche eine Choreografie schafft, aber es geht dann immer. Also wir haben es immer noch geschafft, dass am Freitag eine Performance stattfindet. Aber wie ist eigentlich genau das Pensum? Jetzt findet die Show statt und geht es dann nahtlos wieder ins Training oder ist dann zumindest ein Tag Pause? Wie kann man sich so eine Trainingswoche vorstellen? Na, also Pause gibt es leider überhaupt keine. Zum Beispiel heute ist der erste Tag vor der ersten Sendung morgen eben und da haben wir nachher von 10 bis um 10 sind wir disponiert. Also Pause gibt es nicht wirklich. Also wenn wir ein bisschen eine Pause beim ORF haben, dann schaut mal, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt. Aber
wenn einmal das Rad läuft, dann läuft es, bis man rausfliegt. Und dann wird auch eine ganze Woche geprobt quasi für die Performance. Ja, eigentlich müsste es schon am Dienstag fertig sein. Also wenn wir am Freitag weiterkommen, ist am Dienstag so der erste Durchlauf. Also ja, so viel Zeit haben wir wirklich nicht. Ich glaube, man muss noch dazu sagen, also Freitag ist die Show. Dann bekommen Sie ja die neue Nummer, die Sie tanzen müssen. Die wissen es vorher noch gar nicht. Und dann müssen Sie tanzen. Deine Spezialität war ein bisschen lateinamerikanisch, wenn ich es so sagen darf. Also die Rose hat sich immer gefreut, wenn was lateinamerikanisches war, weil das ist ihr Leben. Ne? Die hat ja Feier, das kannst du nicht vorstellen. Ne? Andere haben lieber Standard-Tänze, das ist so. Der das heißt, Ede ist dein Fan, definitiv. Genau, wie bist du nicht zu den Tanzen gekommen? Das ist schon sehr früh begonnen, habe ich nachgelesen. Ja, also ich bin ein bisschen vorbelastet durch meine Eltern. Die waren früher auch mehrfache Staatsmeister. Und ja, ich tanze schon gerne als Kind und ich wollte immer schon tanzen. Dann hat der Papa gesagt, ja, Matura musst machen, Studium musst machen. Habe ich gemacht und seitdem tanze ich wieder nur. Herrlich. Und Eishockey, das ist auch sehr gut. Das können nicht viele Tänzer. Sie könnte quasi, in Deutschland gibt es die Show Dancing on Ice, da könnte sie sofort mitmachen. Das ist ein geiler Vorschlag. Es hat schon einen Grund gegeben, warum ich aufgehört habe. Also mit den Sprüngen und so, da bin ich lieber am Tanzen. Wenn das Studio kalt ist durch die Klima, auch das wird funktionieren. Ja. Rosi, vielen lieben Dank, dass du bei uns hast. Wir drücken ganz, ganz die Daumen, weil das natürlich jetzt noch spannender natürlich verfolgen, oder? Alles Gute für morgen. Alles Gute. Und wir kommen zu unserem Thema des Tages.